Meine Damen und Herren, willkommen zurück oder sagen wir es wie sonst auch immer in den Folgen. Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren OMSI-Folge. Ja, wir haben mal wieder eine Folge OMSI. Ist jetzt länger her, wo wir mal eine richtige Folge hatten. Ja, weil Stream ist eigentlich immer so die bessere Lösung und man schafft mehr in gleicher Zeit und ach, was weiß ich. Jedenfalls machen wir heute mal eine Folge, weil es ist 0 Uhr 26 und jetzt einen Livestream zu starten ist auch irgendwie ein bisschen dämlich. Aber wir haben heute ein besonderes Feature, das wir ausnutzen oder benutzen, ausprobieren, wie auch immer, testen. Und zwar YouTube Premiere. YouTube Premiere ist im Prinzip einfach das Video, was ich jetzt aufgenommen habe in der Vergangenheit. Das schaut sich die Community einfach live zusammen an. Und eventuell ist dann der Creator dabei. Also ich könnte dann mit anschauen und mit meinen Senf dazu abgeben. Also im Prinzip ist es ein Livestream, nur nicht live. Also, es ist eine Folge, Live-Folge. Naja, auch nicht live, aber es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ihr wisst, was es ist. Ich glaube, ihr habt das System verstanden. Ihr könnt nämlich unten, wenn ihr jetzt noch live seid und das quasi in dem Moment guckt, wo ich es veröffentlicht habe, zur Premiere, könnt ihr unten, habt ihr unten Live-Chat. Da könnt ihr, oder eine Seite, je nachdem, wo ihr guckt, dann könnt ihr da was in diesen Chat hauen, zum Beispiel, wie ich gerade fahre oder was weiß ich, könnt euch darüber austauschen. Auch gibt es die Möglichkeit zu spenden, also wie im Stream quasi. Unten dieser Geldknopf quasi. Genau, und das ist eigentlich das einzige, ja, was es überhaupt, was man Vorteil nennen kann an Premiere. Und dann wird es halt hochgeladen, auch wie so ein Livestream, einfach als Folge. Also im Prinzip hat es keinen Nachteil zur normalen Folge. Es ist einfach eine normale Folge, nur besser. Und ich sehe keinen Grund, warum man dieses Feature dann nicht nutzen sollte, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich in Zukunft Folgen mache, werden wahrscheinlich alle mit über Premiere laufen. So, steig ein und Fahrbus. Kommen wir zu unserem Bus. Ex-Liestal, Wagen 401, also bei 4,03 € in dem Fall. Ja gut, das ist ein bisschen Panne. Das muss ich nochmal ändern. Ja, allein im Regen, Fahrbus. Mit uns kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Das ist übrigens auch so, wie es ist, ne? Kann ich nichts für. Lass mich rein, das wäre toll, denn dieser Bus ist ziemlich voll. Ja. Damit ist einfach gemeint, wenn ich von der Haltestelle abfahre, dass mich die Autofahrer reinlassen. Inspiration da von der VAH. Die haben nämlich auch solche Sprüche an den Bussen geklebt. So, mit uns kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Das ist ja unser Hauptslogan. Und ja, ein Bus, ein Ziel und 150 Passagiere, Fahrbus. Wobei 150 Passagiere in dem Falle nicht so ganz stimmt. Nach eigener Aussage von Daimler, es sind nämlich 107. Aber gut, es passen bestimmt auch 110 oder 120 rein, je nachdem. So, ja. Ich bin der Boss hier. Da. Der Chef da. Der Chef vom Bus. Ja, der Busfahrer hat die Macht. Auch den gibt's neu. Mit Emi-Joghurt. Das ist irgendwie so ein Schweizer Joghurt. Wusste ich auch nicht, aber die Werbung hat gut hingepasst. Genau wie hier. Hat einfach super gepasst. Mit uns kommen Sie sicher ans Ziel. Fahrbus, blablabla. Ex-KBU. Sieht man hier leicht. Noch ist nicht ganz abgegangen. Finger weg. Smartphone im Verkehr. Hinten. Sekunden retten Leben. Rettungsgasse bilden, ganz klar. Dekras-Sticker 801. Dekras-Sticker habe ich da vergessen. Muss ich noch nachmachen. Und ja, ich habe den kleinsten. Ja. Tja, der Busfahrer, der damit fährt, ist immer benachteiligt. Hoffentlich liest er das nicht. Und ich war hier. Ist einfach so ein kleiner Gag. Fragt mich nicht, warum da ein Plus ist. Ich habe keine Ahnung. Egal. Gehört dahin. So, von innen. So, typisch Liestalianisch. Ich finde das richtig schick eigentlich, dieses Liestal-Design. Dieses schöne Türkis, ein richtig freundliches Türkis. Auch die Stangen, richtig angenehm. Gut, die Sitze sind vielleicht alles zu hell und zu blau, aber es ist angenehm irgendwie.
Mal schauen, wann wir da mal unsere Sitze reinmachen. Das wird wohl noch dauern, weil die echt gut sind. Ja. Und hier sehen wir halt das Gegenstück. Da sind meine Sitze schon drin. Das ist halt alles düster, ne? Klar, ist auch gemütlich, aber... Ja, manche Leute mögen es lieber hell, manche lieber düster. Also es ist... Ja. Liegt im Auge des Betrachters, aber ich mach mal ganz das Licht an. So. Dieses halbe Licht mag ich eigentlich nicht so. Und wir haben geilen Sound. Wie die 2006er Citarus von der VAH. Dieses Summ. So, ich habe mir natürlich keine Gedanken gemacht, welche Linie wir fahren. Ich bin top vorbereitet. So, wir sind ja letztes Mal Linie 30 gefahren, mehr oder weniger. Im hinteren Teil. Dadurch konnte man nicht viel von der Linie sehen. Darum fahren wir heute die 30 nochmal. Sag ich jetzt mal. Ja, passt ja perfekt eigentlich. In 7 Minuten. Das passt ganz gut. Also ich habe mir natürlich Gedanken im Vorhinein gemacht. Ja, die Lags stammen hier natürlich davon, dass hier ein paar Busse stehen. Das wird gleich besser mit den Fps. Mit den Frames per Second. Frames per Second, ja, ich kann ein bisschen Englisch, ja. So ist das nicht. Oh, oh, du Arsch. Oh, die Kurve war enger, als ich dachte. Bin ich ehrlich. Ich habe sie jetzt nicht so eng eingeschätzt. Na, Linie machen wir gleich. Soundtechnisch müsste das ganz gut hinhauen. Ich meine, der Bus ist natürlich auch in echt leise, ist ein Gelenkbus. Es wäre schwachsinnig, den Sound so wahnsinnig laut zu machen, weil dann sind die Türen auch und alles so laut. Hier werden wieder die Elektrotür. Ja, wie aus der letzten Folge nur, wir haben das die Logos weggemacht und neue Logos. Und der hat natürlich das Nummernschild jetzt bekommen, das HHFB-Nummernschild. Irgendwie sieht das so ruckelig aus in der Aufnahme. Ich glaube, das täuscht. Weil es werden mir auch 60 FPS in der Aufnahme angezeigt. Also wundert euch nicht, wenn ich mal ein bisschen unachtsamer fahre. Ich bin nämlich etwas müde. Wie gesagt, 0.30 Uhr ist es, also ja. Achso, ich nehme das übrigens am Dienstag auf und ihr seht die Folge am Mittwoch. Also quasi live. Nur, ich weiß nicht, ein Livestream um 0.30 Uhr zu starten ist irgendwie ein bisschen hirnrissig. Weil das wird erstmal kaum einer gucken und zweitens, ja, keine Ahnung. Habe ich da auch keinen Bock da noch drauf irgendwie. Ich weiß nicht, ist das irgendwie verständlich so? Ich habe keine Ahnung. Komisch, dass die da alle mal rechts abbiegen wollen, ne? So.
Geile Straße. Super gepflegt. Sieht so aus, als wäre das eine Huckelpiste, eine gepflasterte Straße, die einfach nur mit Asphalt überzogen wurde. So sieht das irgendwie aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Fenster ist auf, weil das hört sich alles so laut an irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Wie viel Wärme haben wir eigentlich im Raum? Ach, passt ja. Naja, jetzt steht der Bus schon wieder so scheiße da. So wieder Kacke, kommen wir schon wieder nicht vorbei. Ach, komm ey. Die spawnen aber auch immer dreckig, ey. Anders kommt man da nicht vorbei, glaubt mir. Ich habe schon oft probiert. Beim Solobus geht das noch, aber beim Gelenkbus ist Ende. Also wenn der da steht, quasi nicht ich, wenn ich ein Solobus bin, sondern wenn da ein Solobus steht. Aber so, das funktioniert gar nicht. Da kommt man immer irgendwie gegen. Das ist auch ein Penner, so wie der da steht, ey. Ja, Affen, ihr könnt gerne da stehen bleiben, wo ihr seid. So, was ist das denn, Auto? Oh. Das heißt, alle gehen auf. Aha. Das ist natürlich ganz cool. Ach, das ist ja geil. Das ist. Dann kann ich quasi bestimmen, so, jetzt sollen alle auf sein. Das ist natürlich nicht schlecht zum Durchlüften, ne? Einmal Schüler, bitte. 1,60. Den hier auch wieder zu hinten. Die haben wir schon mal zu. Finde ich schade, dass es nicht gut funktioniert, leider. Ja. Zum Glück geht das mit dem Kinderwagenknopf. Ich weiß ja nicht, Elektrotüren finde ich ja eigentlich nicht so geil, ne? Aber wenn die wirklich leise auch zuknallen, dann ist das okay. Hier, das ist ja wirklich angenehm hier. Aber ich kenne Elektrotüren bei der Hochbahn von den Lion Cities. Oh Gott. Die sind, gehen erst so entspannt zu und dann auf einmal BOM BOM. Also da brichst du den Arm, wenn du deine Hand... Da brichst du den Arm, wenn du die Hand dazwischen hast. Genau. So sieht's aus. Irgendwie fehlt hier eine getönte Scheibe. Sehe nur ich das so oder ist das so? Irgendwie ist das so, ne? Die Linken brauchen wir nicht an jeder Haltestelle. Eine Person kann hier eben reinhüppen. So, und ab. Wir wollen Sound hören, nicht die Lüftung. Oder die Straße. Ja, meine Damen und Herren, wir haben 15 Minuten erreicht. Das heißt, wir fahren jetzt eben noch durch den Kreisverkehr. Und dann starte ich die nächste Folge. Ja, das ist immer das... Ja, kann man doofe sagen?
Eigentlich ist es ja gut, dass eine Folge kürzer ist als ein Livestream, weil nachträglich sind 50 Minuten Livestream anzugucken. Das ist ja noch eine Sache. Aber wenn man 2 Stunden streamt, streamt oder so, dann guckt sich das eigentlich keine Sau mehr an. Wisst ihr, was ich meine? Aber einen zweiten Teil von der Folge guckt sich meistens auch keiner an. Also am besten sind irgendwie kurze Linien für Folgen. Ist mir aufgefallen. Also, macht's gut, meine Damen und Herren. Wir halten hier an. Und dann wisst ihr, was ihr in der nächsten Folge sehen werdet. Eigentlich genau das gleiche wie jetzt. So, machen wir noch ein Bildchen hier. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, ciao.